Und damit ein herzlich willkommen zur zweiten Folge des HTML5 CSS3 Tutorials. In der letzten Folge haben wir uns die grundlegendsten Dinge über HTML angesehen. Dazu gehören die Titeltags, die Paragraphen und das Image-Tag. In dieser Folge werden wir uns aber daran wagen, die Seite ein wenig ästhetisch schöner aussehen zu lassen. Denn so wie sie jetzt ist, sieht die nicht wirklich besonders aus. Und dafür gibt es zwei Wege. Erstens, wir können einfach einen Style-Tag einbauen. Hier können wir jetzt einfach CSS reinschreiben. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir eine zweite Datei erstellen, nämlich ein Style-Sheet. Dieses nennen wir zum Beispiel style.css. Die zweite Methode hat den Vorteil, dass wir dieses Style-Sheet über mehrere Seiten hinweg verwenden können. Das heißt, wir können auf verschiedenen Seiten einbauen, einfach link rel style sheet, wie es hier steht. Und dann in das href-Attribut schreiben wir dann einfach den Pfad zu dem style sheet. In dem Fall ist das aber nur style.css. Und wie schon gesagt, kann man diesen Tag viel leichter in verschiedene HTML-Dateien einbauen als das hier mit allen möglichen vielleicht 1000 Zeilen an Style. So, und jetzt gehen wir wieder in das Style Sheet und schreiben hier zum Beispiel, dass der Body folgende Eigenschaften haben soll. Also, kurz erstmal, CSS ist immer folgendermaßen aufgebaut. Man hat einen Selektor, der wählt bestimmte Elemente aus. In diesem Fall einfach nur Body. Das heißt, wir verändern den Body von der Seite so, wie wir jetzt in diese geschwungenen Klammern schreiben. Wie bei HTML auch, interessiert CSS nicht, wie man mit Leerzeichen oder auch Enterzeichen oder sonst irgendwas umgeht. Wir könnten also theoretisch auch das komplette Dokument in eine Zeile schreiben. Das hat zwar den Nachteil, dass das Ganze unleserlich ist, aber es hat den Vorteil, dass es später zu schnelleren Ladezeiten führt. Das nennt sich dann auch Minified CSS. Und dieser Body soll jetzt folgende Eigenschaften haben. Als erstes soll er eine Width, also eine Breite haben, von maximal 800 Pixeln. Beziehungsweise von genau 800 Pixeln. Wie wir sehen, haben wir hier immer auf der linken Seite von dem Doppelpunkt eine Eigenschaft, zum Beispiel Width, das könnte jetzt auch High sein oder Color oder sonst irgendwas. Auf der rechten Seite hingegen haben wir dann eine Angabe, was diese Eigenschaft für einen Wert haben sollte. In diesem Fall 800. Danach steht hier noch eine Einheit, Pixel, PX. Das könnte aber auch alles mögliche andere sein, zum Beispiel EM oder REM oder ganz viele verschiedene Virtual High, Virtual Width. Über die genaue Bedeutung von diesen ganzen Einheiten kommen wir aber später nochmal zu sprechen, weil das würde jetzt einfach den Rahmen dieser zweiten Folge sprengen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf der Seite angucken, dann sehen wir, dass der Text plötzlich deutlich schmaler geworden ist. Das hat den Vorteil, dass es auf vor allem auf großen Displays leichter zu lesen ist, als wenn man so eine komplette, was weiß ich, wie lange Zeile hat. Jetzt kommen wir zum nächsten grundlegendsten Tag oder zu den nächsten beiden. Und zwar haben wir einmal Margin und einmal Padding. Die beiden machen vielleicht auf den ersten Blick das Gleiche. Setzen wir doch zuerst einfach mal das Margin auf 100 Pixel, damit wir auch eine große Änderung sehen. Und wie wir sehen, wird der komplette Inhalt der Seite verschoben. Das liegt daran, dass Margin den Abstand zum Rand angibt. Wie wir sehen, haben wir so einen orangenen Rahmen um den blauen Inhalt. Margin gibt also an, wie weit der Inhalt entfernt sein soll vom nächsten Element. Wenn wir jetzt aber sagen, dass wir kein Margin haben wollen, sondern lieber ein Padding von 100 Pixeln, dann sieht das Ganze fast gleich aus. Es hat sich lediglich das Ganze ein bisschen weiter nach unten verschoben, weil wir jetzt sowohl einen blauen, einen grünen
aber auch einen orangenen Rahmen haben. Der orangene Rahmen ist weiterhin das Margin. Das ist einfach das standardmäßige vom Browser festgelegte Margin. Wenn wir das deaktivieren würden, indem wir Margin 0 sagen, dann haben wir plötzlich nur noch einen grünen und einen blauen Rahmen. Jetzt könnte man sagen, dass Margin und Padding doch das genau gleiche machen. So ganz stimmt das allerdings nicht. Und zwar hat jeder Container, also jeder Behälter für Inhalt in HTML5 eine Breite und eine Höhe, also genaue Maßen. Und Padding sagt dann, dass der Inhalt innerhalb dieses Containers so weit innen von diesem Rand entfernt sein soll. Während Margin hingegen sagt, dass der Container mit der festgelegten Breite und so weiter außen so und so viel Abstand von anderen Elementen haben soll. Das heißt, Padding macht Innenabstand, Margin macht Außenabstand, wenn man das ganz doll vereinfachen will. Wir wollen nicht überall einen gleichen Wert haben. Wir wollen nicht an jeder Seite, also oben, links, rechts, unten, den gleichen Abstand haben. Deswegen gibt uns CSS die Möglichkeit, mit Margin Left, Margin Right, Margin Bottom oder aber auch Margin Top die verschiedenen Seiten eines Elements anzugeben. Das könnte jetzt heißen, dass wir ein Margin Left haben wollen von 10 Pixeln. Margin Right wollen wir allerdings 50 Pixel haben und Margin Top wollen wir 100 Pixel haben. Margin Bottom aber 200 Pixel. Wenn wir uns das Ganze jetzt ohne das Padding wieder ansehen, dann sehen wir, dass oben sehr viel Abstand ist, links nahezu keiner, rechts sehen wir jetzt ganz gar nicht und unten wieder sehr viel. Allerdings wäre das Ganze ein wenig umständlich, wenn wir 4 Zeilen für eine Eigenschaft eigentlich schreiben müssten. Daher ist CSS so nett und gibt uns die Möglichkeit, nur mit dem Margin Tag 4 Eigenschaften anzugeben, und zwar Top, Right, Bottom, Left. Das geht also einmal rund ums Element drumherum. Und wir können für jede dieser Eigenschaften eben eine eigene Zahl eingeben. Zum Beispiel 100 für Top, 50 für Left, 200 für Bottom und 600 für Left. Wir sehen hier links ein extrem großer Abstand. Oben wieder so ein recht großer und unten noch ein größerer, während man den rechts gar nicht sehen kann. Allerdings müssen wir nicht immer 4 Angaben machen, sondern können auch nur 2 oder 3 Angaben machen. Also insgesamt können wir 1, 2, 3 oder aber auch 4 Angaben machen. Bei einer Angabe wird diese Angabe, zum Beispiel 10 Pixel, auf alle 4 Seiten genauso übertragen. Das heißt, letztendlich sieht das so aus. Wenn wir 2 Angaben machen, haben wir einmal die Oben-Unten-Angabe und einmal die Links-Rechts-Angabe. Das heißt, letztendlich wird das so übertragen. Und letztendlich, wenn wir dann noch eine dritte Angabe machen, zum Beispiel 50 Pixel, dann wird die 20 Pixel auf das letzte übertragen. In diesem Fall wollen wir allerdings, dass der Container, also der Body, mittig ist. Und dazu sagen wir einfach mal oben, und unten soll der einen Abstand von 25 Pixeln haben. Wie machen wir jetzt genau das mittig? Wir könnten natürlich jetzt sagen 500 Pixel vielleicht und, nee, nicht ganz. Sagen wir vielleicht 400 Pixel. Nee, passt auch nicht. Vielleicht 150 Pixel? Ah, das ist schon ziemlich knapp, aber das hat das Problem, dass es nicht auf allen Displaygrößen gleich aussieht. Daher gibt es das sogenannte Auto. Das sagt einfach Folgendes. Berechne das für mich selbst. Und wir sehen, dieser Container ist jetzt mittig und hat oben und unten einen Abstand von 25 Pixeln. Also erstmal entfernen wir jetzt dieses Padding-Attribut, weil wir es im Moment nicht brauchen. Stattdessen wollen wir uns ein wenig ansehen, wie wir diese doch eher veralteten Schriftarten ersetzen können. Und dafür sehen wir erstmal das englische Wort für Schriftart an und das ist Font. Und wie hier direkt von uns vorgeschlagen wird, gibt es sehr viele Sachen mit Font, auch browser-spezifische Dinge und so weiter. Allerdings, was wir im Moment brauchen, ist Font Family. Und das setzt eben die Schriftartfamilie für das als ausgewählte Element. In dem Fall also für alle Sachen, die im Body sich befinden. Und in dem Fall werde ich jetzt einfach mal Helvetica nehmen. Da dies eine Standardschriftart ist, das sieht dann so aus. Schon deutlich moderner. Allerdings kann es sein, dass ein Browser trotzdem nicht diese Schriftart unterstützt. Und deswegen können wir hier noch weitere Schriftarten angeben.
zum Beispiel Arial. Und dann ist immer noch sinnvoll, eine komplett allgemeine Schriftart zu setzen. Das heißt, entweder Serif. Serif sieht so aus, also so wie wir es bereits kennen. Oder aber sans Serif, also ohne Serifen. Das passt in unserem Fall deutlich besser und deswegen werde ich mir direkt mal wieder die bereits angegebenen Sachen eingeben. So, das heißt, wir haben hier Helvetica als Standardschriftart gesetzt. Sollte der Browser aber diese Schriftart nicht kennen, dann versucht er Arial zu nehmen. Sollte Arial aber auch nicht bekannt sein, dann wird Sans Serif als Standard-Backup-Schriftart genommen, weil jeder Browser eben Serif und Sans Serif unterstützen sollte. Wir wollen jetzt aber zum Beispiel noch bei Titeln eine etwas andere, fettere Schriftart einsetzen, um diese hervorzuheben. Deswegen sagen wir, wollen alle H1-Elemente auswählen und sagen hier jetzt, Font Family ist gleich Helvetica neue. Und hier noch Arial Black und als Backup immer noch Sans Serif. Und das wird jetzt Folgendes machen. Wir sehen, dass sich dieses H1-Element verändert hat, allerdings alle anderen nicht. Und wenn wir das Ganze mal in den Developer-Tools von Chrome ansehen, werden wir sehen, dass dieses H1-Element hier die Font-Family gesetzt bekommt. Es hat aber trotzdem noch diese Font-Family gesetzt von Body. Das hat es geerbt, inherited. Wenn wir jetzt allerdings zum Beispiel Font-Family hier deaktivieren, dann wird es trotzdem auf die Standard-Body-Schriftart gesetzt. Als letztes wollen wir uns noch zwei Attribute ansehen. Als erstes wäre davon Size. Hiermit können wir eine Schriftgröße angeben, die auch wahrscheinlich schon ziemlich selbsterklärend ist. Beispielsweise 40 Pixel. Wenn wir das Ganze aktualisieren, sehen wir, H1 ist größer geworden. Jetzt können wir als nächstes noch zum Beispiel H2 selektieren. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, dass die Font Weight 1000 sein soll. Das ist ziemlich übertrieben, aber muss man auch mal machen. Und wir sehen, dass die Schrift deutlich fetter geworden ist. In einer zukünftigen Folge werden wir uns auch genauer noch angucken, wie das Ganze mit der Typografie ist, wie man am besten das Verhältnis zwischen Schriftarten, Schriftgrößen und Font, Weight und so weiter herstellen kann und H1, H2, H3, P, all sowas. Das ist aber doch deutlich umfangreicher und komplexer, als wir in diesem doch recht kurzen Video machen können. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video bewerten, kommentieren, teilen würdet und bis zur nächsten Folge.